geschätzte Trauergemeinde, als Protokollbezieher der Lazarus-Union entbiete ich Ihnen den Willkommensgruß. Vor allem Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um Erich Kartnitz zu verabschieden. Der Kommandeur der Ehrenrichterschaft, Generalsekretär der Lazarus-Union, Delegierter der Lazarus-Union bei den Vereinten Nationen, Gründungsmitglied der Marinekameradschaft, Vizeadmiral Erzherzog Ferdinand Marx, Träger hoher in- und ausländischer Auszeichnungen. Wir nehmen aber Abschied von unserem Freund und Kamerad Erich Kartnitz. Wir danken auch den Fahnenabordnungen des Kameradschaftsbund Berchtesgadorf, Feldmarschall Radetzky, Burgland, Heimkehrerverband Österreich, Marinekameradschaft und der Feuerwehr Spieler. Ein gescheiter Mann hat einmal gesagt, wir als Menschen, wir können viel. Wir können sogar die Uhr zurückdrehen. Aber eines können wir nicht, die Zeit. Und so, Erich, heißt es jetzt für uns, deinen besten Weg Abschied zu nehmen. Time to say goodbye. Heute auch im Glauben unseren Mitbruder Erich Josef Kartnitz, der ein Teil unserer Pfarrgemeinde Rudolfsheim gewesen ist. Oft hat er hier
unseren Gottesdienst besucht. Und ich kann mich noch erinnern an den letzten Gottesdienst, weil er immer an derselben Stelle vorne sitzt, wie ich zu ihm zum Friedensgruß gegangen bin. Das war das letzte Mal, ohne es zu wissen. So verabschiede ich ihn heute im Glauben und bitten Christus, dass er ihn aufnehme. Jesus Christus, du hast uns durch dein eigenes Leben den Weg zum Vater im Himmel gezeigt. Herr, erbarme dich unser. Du hast durch deinen Tod der Welt neues Leben geschenkt. Christus, erbarme dich unser. Du hast für einen jeden von uns im Haus deines Vaters eine Wohnung bereitet. Herr, erbarme dich unser. Herr, über Leben und Tod. Du hast unserem Bruder Erich zu dir gerufen. Komm ihm voll Liebe entgegen. Gib ihm den Frieden, den die Welt nie ganz geben kann. In der Gemeinschaft der Heiligen schenke ihm Auferstehung und Leben durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deiner Geste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und er lehrte sie. Er sagte: Selig die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. So will ich für ihn beten, dass er wirklich diese Herrlichkeit Gottes, und wenn man so räumlich sagen kann, an der Seite seiner geliebten Frau schauen kann, bald, so wie es er auch schreibt in ihrem Nachruf, ohne Verzögerung, so haben sie es genannt. So wollen wir beten, weiter für ihn, dass dieser Abschied nicht nur ein Abschied aus diesem irdischen Leben für ihn ist, sondern auch für uns selbst eine Bekräftigung im Glauben, dass der räumliche und irdische Abschied mehr ist, sondern dass etwas da ist, was wir immer wieder neu Tag für Tag entdecken müssen. Ihre Gemeinschaft ist zu entdecken, denn sie waren für ihn in der Latium Union seine Familie. Deshalb sage ich auch als Priester von ihm Dank und vergelt's Gott. Verzeih ihm alles, was er aus Schwäche getan oder unterlassen hat. Wir bitten dich, erhöre uns.
Tröste die trauernden Angehörigen und Freunde durch die Hoffnung auf ein Wiedersehen in deinem Reich. Verzeih auch uns, was wir den Verstorbenen wissentlich oder unbewusst schuldig geblieben sind. Schenke uns allen, die wir einst den Verstorbenen folgen werden, schenke uns eine gute Sterbestunde und das ewige Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Lasst uns miteinander beten, bis der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein Herz ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist in dir. Du bist für den Leib unter den Frauen, und für den Leib ist die Frucht deines Leibes. Heilige Maria, Mutter Gottes, wir bitten uns um Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zum Paaren Israel endlich gereichten, die heiligen Werkführer dich begrüßen und sie führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre deine Mönche empfangen, die durch Christus der Fülle gestorben, sollen ewiges Leben dich erfreuen. Amen. Im Wasser und im Heiligen Geist wurdest du getauft. Der Herr verschenke an dir, was in der Taufe begonnen hat. Im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, ist auferstehen im Heil, Friede sei mit dir. Möge die Seele unseres Verstorbenen ruhen in Frieden. O Herr, die Liebe geht in Ruhe. Und das ewige Licht erreicht ihn. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Thank you.
Seine Exzellenz, Chevalier Generalleutnant CSLI, Erich Josef Kadletz. Geboren am 10.05.1952, verstorben 12.10.2014. Generalsekretär der Lazarus-Union, Kommandeur der Ehrenritterschaft, Mitglied des Kapitels der Ehrenritterschaft der Lazarus-Union, Delegierter der Lazarus-Union bei den Vereinten Nationen, Gründungsmitglied der Marinekameradschaft Vizeadmiral Erzherzog Ferdinand Max, Träger hoher in- und ausländischer Auszeichnung, aber vor allem ein lieber, guter, treuer, loyaler Kamerad. Es ist jetzt soweit, dass wir vorerst von dir Abschied nehmen müssen, wobei ich überzeugt bin, dass wir uns wiedersehen. Denn wer dahin geht, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Mit dem folgenden Musikstück und einem Gebet verabschieden sich deine Kameradinnen und Kameraden der Lazarus-Union von dir. Es soll dich als unser letzter Gruß auf deinem letzten Weg hier auf Erden begleiten und wir gedenken deiner in Liebe, Freundschaft und Respekt. Wir werden dich vermissen. Leb wohl, lieber Erich, und halte deine Hand schützend für uns. Uns zum Werkzeug deines Friedens, dass wir die Liebe üben, wo man sich hasst, dass wir verzeihen, wo man sich beleidigt, dass wir verbinden, da wo Streit ist, dass wir die Wahrheit sagen, wo der Irrtum entsteht, dass wir den Glauben bringen, wo der Zweifel drückt, dass wir die Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält. Dass wir ein Licht anzünden, wo die Finsternis reagiert. Dass wir Freude machen, wo Kummer wohnt. Herr, lass uns trachten, nicht, dass wir getröstet werden, sondern dass wir trösten. Nicht, dass wir verstanden werden, sondern dass wir verstehen. Nicht, dass wir geliebt werden, sondern dass wir lieben. Denn wer sich dahin empfängt,
Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zu ewigem Leben. Amen. Amen.